74 Millionen Euro. Dies ist die Summe, die vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, bekannt als EFRE, für den Zeitraum 2007-2013 zur Verfügung gestellt wurde. Das Programm sah drei Prioritäten vor: Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftssystems, Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung und Prävention naturbedingter Risiken. Diese Prioritäten wurden in 5 Ausschreibungen umgesetzt, zu denen kleine und mittlere Unternehmen, Forschungszentren, Gebietskörperschaften und Landesdienste Zugang hatten. Diese Projekte sind deshalb wichtig, weil sie vom Europäischen Fonds für die Regionalentwicklung zur Verfügung, die Gelder vom Fonds für europäische Regionalentwicklung zur Verfügung gestellt werden und weil sie in den verschiedenen Achsen, nennen wir sie, eingesetzt werden, um beispielsweise den Lebensraum in Südtirol sicherer zu machen, aber auch um die Innovation und die Forschung zu fördern. Im Versuchszentrum Laimburg fanden nicht nur die Treffen des Begleitausschusses der EFRE-Programme statt. Das Zentrum selbst hat hochwertige Forschungsprojekte in den Bereichen Landwirtschaft und Weinbau durchgeführt. Das Projekt Pomosano hat grundlegende wissenschaftliche Daten zu Inhaltsstoffen und geschmacklichen Eigenschaften von alten, neuen und rotfleischigen Apfelsorten erarbeitet. Das Projekt Apfelfit hat die gesundheitsrelevanten Inhaltsstoffe von unterschiedlichen Apfelsorten bestimmt. Das Projekt Lagrein hat Lagen, Reben und Inhaltsstoffe dieser autochthonen Rebsorte erarbeitet und bestimmt. Die Laimburg ist Südtirols Forschungseinrichtung für die Landwirtschaft. Und als solche haben wir unter dem EFRE-Programm eine Reihe von Projekten beantragt und einige auch abgeschlossen. Es geht hier um Studien am Apfel, Apfelfit und Pomosano. Die Vielfalt der Sorten haben wir auf ihre Inhaltsstoffe, auf ihre Geschmackseigenschaften überprüft. Und diese Ergebnisse können dann auch online abgerufen werden unter pomosano.laimburg.it. Neue Projekte beschäftigen sich mit dem Wein, abgesehen vom abgeschlossenen Projekt Lagrein, wo wir sehr viel über den Lagrein, unsere autochthone Rotweinsorte, gelernt haben, wenden wir uns jetzt dem Weißburgunder zu, aber auch neuen Methoden wie Biokohle und der Drosophila Suzuki in einem neuen EFRE-Projekt, wo wir biologische Alternativen finden wollen, diesen Schädling zu bekämpfen. Die Prävention naturbedingter Risiken war eine der drei Prioritäten, welche Finanzierungen aus dem EFRE-Programm zur Förderung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäftigung erhalten hat. Der Südtiroler Zivilschutz spielte hier eine Hauptrolle. In einem konkreten Projekt hat die Agentur für Bevölkerungsschutz in Sterzing 4 Baulose zur Hochwassersicherheit durchgeführt. Dabei wurden die Ufermauern neu errichtet, das Flussbett erweitert und im Flussbett eine ökologische Gestaltung mit neuen Strukturen für aquatische Lebensräume geschaffen. Das EFRE-Programm wird zu 35% von Europa finanziert, zu 45% vom Staat und zu 15% vom Land.